Für Freilassings Bürgermeister Josef Flatscher ist Asyl nicht nur ein Thema, das er aus den Medien kennt, sondern eins, das er und seine Mitbürger tagtäglich hautnah erleben. Innerhalb von 4 Wochen sind rund 60.000 Menschen durch die kleine Stadt an der österreichischen Grenze gekommen. Für alle Betroffenen ein echter Ausnahmezustand. 1.500 Flüchtlinge täglich wollen momentan über die Brücke bei Salzburg. Seit einem Monat gibt es an der Grenze wieder Kontrollen, können Asylsuchende nicht mehr einfach mit dem Zug bis nach Deutschland fahren. Josef Flatscher ist Bürgermeister des bayerischen Grenzstädtchens Freilassing. Jeden Tag kommt er her und macht sich ein Bild von der Lage. Mehr als 60.000 Flüchtlinge sind in den letzten 4 Wochen durch seine Stadt gekommen. 4-mal so viele, wie es Einwohner gibt. Ich glaube nicht, dass es eine kleine Stadt wie Freilassing das auf die Dauer verträgt. Also das würde sich sicherlich längerfristig auf das gesellschaftliche Leben, eigentlich auf das ganze Leben hier bei uns auswirken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich überhaupt nicht begrüßen. Da würde ich alles Mögliche dafür unternehmen. Was für ihn der totale Ausnahmezustand ist, kommt auf österreichischer Seite erstaunlich routiniert daher. Die paar Kilometer vom Bahnhof bis zur Grenze sind straff durchorganisiert mit Wartezonen und Bustransfers. Niemand soll aus Versehen in Salzburg stranden. Die Ankommenden werden nach Deutschland durchgereicht. Handelt es sich um gründliche humanitäre Hilfe oder um Asylvermeidung für Österreich? Die Salzburger Antwort jedenfalls lautet so. Die meisten wollen nach Deutschland. Wir haben ja auch etliche hier. Und wenn man sieht, was Österreich in den letzten Monaten an Asylanträgen hat, also vom Prozentsatz her sind wir gleich betroffen mit der Bundesrepublik. Wir schicken niemanden weg oder wollen quasi die weiterhaben, sondern wer bei uns Asyl beantragt, ist es legitim, dann ist es auch so. In kleinen Gruppen schicken sie die Flüchtlinge über die eigens gesperrte Fußgängerbrücke nach Deutschland. Erst hier endet der rechtsfreie Raum ihrer Reise durch Europa. Zum ersten Mal überhaupt will jemand in der EU ihre Papiere sehen. Die Flüchtlinge selbst bekommen die meisten Anwohner gar nicht groß zu sehen. Trotzdem spüren sie die Folgen des Ansturms. Seit an der Grenze wieder durchgehend kontrolliert wird, staut es sich an der Autobrücke über die Saalach immer wieder. Insbesondere der Berufsverkehr ist für Grenzgänger und Pendler ein Geduldsspiel. Ich muss jetzt auf einen Yogakurs und ich konnte es jetzt nicht sicher sagen, ob ich jetzt in den nächsten Minuten pünktlich sein werde in Freilassing. Ich arbeite in Salzburg am Anfang über 2 Stunden. Und jetzt wird es leichter beim Rüberfahren, aber auf Nacht wieder. Also ich verliere total viel Zeit. Ich nehme es gelassen, weil ich kann es eh nicht ändern. Das sind sicher wichtige Probleme. Und ja, steht mal im Stau. Wie könnten wir es denn anders machen? Ich weiß aber nicht. Also die Flüchtlinge bzw. die Abwertung irgendwo anders regeln, also nicht gleich an der Grenze. Der Ortskern von Freilassing, idyllisch und ruhig, zu ruhig. Viele Salzburger, die bisher zum Shoppen nach Deutschland gefahren sind, bleiben weg. Anni Klinger führt ihren Brautmodenladen im 28. Jahr. Durch die Probleme an der Grenze hat sie bis zu 50% Umsatzeinbußen. Als Leiterin des örtlichen Wirtschaftsforums weiß sie, den anderen Geschäften geht's genauso. Die Existenzangst geht um. Ja, man hat schon ganz komische Gefühle, die was mit Bauchkrummeln, sage ich mal, einhergehen und hat auch ein bisschen Angstgefühle. Auch die Mitarbeiter werden natürlich unruhig bei anderen Firmen auch, dass die Arbeitnehmer sehen ja selber, dass nichts los ist und haben einfach um ihren Arbeitsplatz auch Angst. Noch kritischer ist es rund ums ehemalige Möbelhaus. In der alten Halle warten die Flüchtlinge darauf, auf deutsche Erstaufnahmeeinrichtungen weiterverteilt zu werden. Am benachbarten Spielwarenladen von Harald Seigert stellen die Einsatzkräfte regelmäßig die Parkplätze zu. Die Folge? Noch weniger Kunden, manchmal gar keine. Seigert steht zur gelebten Willkommenskultur, fordert aber mehr Rücksicht. Die Kontrollen sind natürlich irgendwo wichtig, das ist klar, da haben wir auch Verständnis. Und selbstverständlich muss man auch die Flüchtlinge helfen, das ist auch klar. Wir unterstützen auch für die Kinder in Spielsachen und so weiter. Aber es ist halt wichtig, dass unsere Bedürfnisse nicht direkt zurückgestellt werden. Gegen die gähnende Leere in den Läden haben die Freilassinger jetzt einen Werbespot fürs Salzburger Radio produziert. Die Botschaft, der Stau an der Grenze ist relativ. Die Grenze nach Freilassing ist heute für Autos ungestört passierbar. Die Geschäftsleute freuen sich auf ihren Besuch und erwarten sie mit unschlagbaren Angeboten. 200 Meter weiter sind die Flüchtlinge derweil nur scheinbar angekommen. Das Möbelhaus ist auch nur eine weitere Wartehalle. Für ein paar Stunden können sie hier rasten, bis feststeht, ob es für sie im Bus oder im Sonderzug weitergeht, innerhalb von Bayern oder in ein anderes Bundesland. Wir kommen an unsere Grenzen und das ist jetzt nach 4 Wochen schon deutlich spürbar. Das Ganze schultert
auf den Ehrenamtlichen, liegt auf den Schultern der Ehrenamtlichen und das kann auf Dauer nicht so fortgeführt werden. Die Freiwilligen helfen, so gut sie können. Christa und Anna packen an, wo sie gebraucht werden. Betten herrichten, Hygieneartikel verteilen. Vor allem kümmern sie sich um die Frauen und Kinder. Auch sie wissen um die angespannte Stimmung im Ort und halten dagegen. Wir schaffen das, auch wenn es anstrengend ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nach 11 Stunden dann oft heimgegangen bin, ich war letzte Woche 5-mal da, ich war zufrieden, K.O. Also das kann ich sagen, ich war fertig, das stimmt, weil es mir emotional dann mitgenommen hat. Also ich bin nicht nur einmal ausgegangen, wo mir die Tränen runtergelaufen. Es sind intensive, kurze Begegnungen. Denn spätestens nach einer Nacht geht es für die Flüchtlinge weiter. Bahnhof Freilassing. Auf Gleis 1 fährt gleich ein Sonderzug nach Mannheim mit 700 Flüchtlingen. Später soll noch ein zweiter nach Berlin folgen. Der Freilassinger Bürgermeister ist am Ende seiner täglichen Runde durch den Ort angekommen. Alles läuft reibungslos. Und genau das macht ihm Sorgen, dass aus dem Provisorium der letzten Wochen ein Dauerzustand werden könnte. Grunde genommen kann so eine kleine Stadt wie Freilassing, die ein Zehntel, Hundertstel an Einwohnern, wenn man bloß einmal den Größenvergleich nimmt, mit München nimmt, doch nicht die Aufgabe für Bayern oder für Deutschland übernehmen. Ich habe es vielleicht so im Vergleich wie beim Sport. Ich würde ganz gerne den Stab wieder weitergeben. Die Flüchtlinge nehmen all das nicht wahr. Für sie zählt nur Freilassing ist Germany, das Land, von dem sie hoffen, dass sie auch weiterhin willkommen sind.